Ja, Hallöchen, wir spielen Civilization 6 auf diesem netten Donnerstag. Die hier schicken wir mal nicht auf Erkundungstour, sondern wir gründen eine Stadt. Und zwar sieht das gar nicht so schlecht aus, wenn wir die hier gründen. Damit wir das Waldgebiet später noch benutzen können. Nein, ich will eine Stadt gründen. So, genau. Das hier ist natürlich ein ganz normaler Donnerstag. Und ja, was tun wir denn nicht auf einem ganz normalen Donnerstag? Man tut ein bisschen spielen natürlich. Speer sind doof, ich möchte einen Handwerker haben. So, Forschung. Zwar dachte ich mir immer nur dumm erzählen, das ist ja auch irgendwo wow, langweilig. Also ja, kann ich auch was nebenbei spielen. So. Nein, wow. Ich bin ein bisschen dumm. Ich habe ein bisschen vergessen, wie ich steuere. Ja, egal. So, genau. Und zwar liefert jetzt nicht so viel, ne, in der Woche. Ich habe halt so ziemlich nicht das gemacht, was ich eigentlich machen wollte. Ja, aber ansonsten liefert eigentlich alles ganz gut. Ich erkunde hier gerade ein bisschen so ein bisschen die Umgebung. Damit man so ein bisschen, ja, ein kleines bisschen etwas weiter gucken kann. So, da war mein Deutsch endlich. Und ja, es ist halt nicht was passiert, hat eine Klausur geschrieben in Englisch diese Woche. Oh, was war da? Bonus, Ressource. Da gehen wir doch nochmal hin. Und ansonsten lief halt wirklich nichts groß ab. Also, ja, ist halt eine Klausur. Oh, nächste Runde. Ja. Die Klausur an sich lief super. Ja. Also, da. Kein einziges Problem. War halt über Englisch, Telefoning und so ein Kack. Also super easy eigentlich, wenn man es denn kann. Ne? Also wenn man Sachen kann, sind die generell eigentlich easy. Aber naja, lassen wir das. Und ich dachte mir so, auch hier, um das hier mal wieder auf Civ 6 zu setzen, ist halt recht entspannt. Ne? Kann man sich halt mal gönnen so am Abend. So, weil ich ja sowieso am Abend aufnehme, muss ich ja jetzt nicht so eine stressigen Sachen wie Overwatch oder was weiß ich spielen. Ja, kann ich auch einfach ganz entspannt hier ein bisschen Civ spielen. So, ich glaube, wer das Spiel nicht kennt, der hat ein bisschen was verpasst. Aber letztendlich geht es halt darum, sich hier seine Stadt aufzubauen und dann natürlich seine Stadt zu erweitern, also beziehungsweise extra Städte zu bauen und dann seinen Gegner entweder religiös zu zerstören oder kulturell oder eben einfach durch, ja. Wie nennt man das? Durch Krieg, genau, einfach den Gegner zu plätten, zu übernehmen. Gibt halt immer so eine Weltrangliste, ne? Kultur, Wissenschaft geht auch noch, Religionskrieg und so ein Scheiß. Ja, bin ich halt überall aktuell ein bisschen scheiße angesiedelt, weil ich halt nicht den besten Start verfolge mit dem Baumeister. Der ist halt recht langsam, der Start, aber gibt mir halt dafür später den ordentlichen Boost. Und ja. So. Man kann halt, man produziert jetzt schneller Sachen, also man produziert man halt schneller Sachen, desto mehr Produktion man zur Verfügung hat. Produktion bekommt man zum Beispiel durch sowas hier, gewährt einem Produktion und natürlich auch Wohnraum. Zack. So. Und da haben wir Menschen gefunden. So. Wir haben einen neuen Stadtstaat getroffen. Denn wie der Mensch, wenn er zu. Genau, und wir haben eine Politik bekommen. So, ich spiele nicht gegen Barbaren. So, zack, zack. Und das ist eine Spezialfähigkeit von dem Heracles, dass ich hier einen extra Slot habe. Der super ist für den Anfang auf jeden Fall. Kann ich noch eine Ausrichtung wählen? Standardmäßig geht man hier aufs Frühes Reich. Damit man halt ein bisschen offene Grenzen mit anderen Leuten aushandeln kann. Und ja, genau. Einheit benötigt Befehle. Ja, das ist doch super. Da du ja noch kein Dings bauen kannst, schiebe ich dich einfach mal weiter. Ja, ihr sollt hier hin. So, einfach mal ein bisschen auskundschaften. Und ja, ich weiß, ich glaube, ich strebe diesmal einen Militärsieg an. Höchstwahrscheinlich. Und ja. Das ist halt alles. Ansonsten, was lief denn noch? Ja, wenn man so ganz kurz überlegt.
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das ist halt der Doofe, stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Lief halt auch gar nicht so viel ab, also auf der Arbeit lief natürlich wieder ganz viel ab, worüber ich natürlich aber nichts erzählen darf. Yay! Ist das nicht super? Bewässerung, damit ich Plantagen bauen kann. So. Du kannst nichts bauen, drüber springen sie erstmal die Runde. So, der Junge, der ist safe. Ich schicke die Leute mal zurück zum Verteidigen. So, ja, du kannst erstmal ausruhen. So, wie gesagt, also auf Arbeit passieren ja recht viele Dinge, über die ich eigentlich alle nicht reden darf, ja. Also ich kann sagen, dass wir mit... Okay. Das ist wohl der positive Aspekt. Dass wir mit neuralen Netzwerken rumprobiert haben. Aber ansonsten darf ich da jetzt nicht wirklich viel zu sagen. Beziehungsweise wahrscheinlich schon. Wenn ich da mal einen Chef ein bisschen befrage. Ein bisschen YouTube-Werbung. Aber ja. Also das ist auch so eine Sache, Chefe. Der findet auch alternative Werbemöglichkeiten super geil. Also das klassische, wir klopfen mal an bei der Firma, gibt es natürlich auch. Aber auch so Sachen wie in Spielen werben oder so kam auf, ja. Den Handwerker schicke ich mal hier rein, sonst stirbt er mir gleich noch von den Barbaren. Ja, und das sind halt so Sachen, ganz nett. So, die kann man sich halt alle mal gönnen. So. Genau, und jetzt... Kornspeicher wäre ganz nett, aber ich baue erstmal einen Händler. Denn durch meine Ausrichtung kann ich hier handeln und handeln ist super. So, und du ruhst dich erstmal aus, bis ich meine Bewässerung habe. Ja, und sowas halt. Ist halt alles recht nett. So, hier, das Kampfsystem an rechts klickt einfach. So, und das war's. So, man sieht aber auch letztendlich hier unten rechts eben, wie man, wer wie viel Leben verliert und bla und bli und blub. Das heißt, man weiß immer, bevor die Schlacht startet, überhaupt, wie die Schlacht ausgeht schon. Ja. Das kann man natürlich nicht zu seinem Vorteil nutzen. Oder aber auch zu seinem Nachteil, ja. Das geht natürlich auch. Euch will ich nicht angreifen, ihr gehört ja zu mir. Und dann ruhen sie sich aus. Wenn sie sich ausruhen, heilen sie sich übrigens. Was auch super nett ist. So, ich muss aufpassen, dass der Junge mir jetzt nicht hier gleich den Überraschungskrieg erklärt. Aber das ist erstmal kein Problem, weil ich hätte auch genug Geld, um zur Not mir noch eine Einheit dazu zu kaufen. Ja, genau. So ein Krieger oder so ein Schleuderschütze ist drin. Bogenschützen sind super am Anfang, wenn man die hat. Wenn. Ach so, es kann auch übrigens sein, dass das Video hier nicht mit vollen 60 FPS läuft. Aber es ist nah dran, es sollte nicht unter die 50 fallen. Und das sollte ja auch eigentlich reichen. So, jetzt sehen wir eine neue Forschung. Und Bogenschießen wäre gut zum für einen Krieg. Das gehe ich glaube ich auch drauf. Man kriegt geht hier immer so Boni. Das heißt, wenn ich jetzt Leute mit Schleierschüssen bekämpfe, wird das hier schon weiter voran geforscht. Ja, aber ist ja jetzt nicht schlimm. So. Ja, was haben wir noch? Genau, ich mache die jetzt Folgen jetzt ein bisschen länger, weil ich natürlich auch was spiele. Ich habe so eine Viertelstunde bis halbe Stunde gedacht, so. Mal schauen, wie es wird. Ja, man schafft ja doch ein bisschen was und so, ne? Ich glaube, ich mache eher halbe Stunde Folgen, wenn das halt nur einmal wöchentlich kommt, ne? Weil ich habe jetzt nicht dran gedacht, wie heißt es? Genau, mehrere Videos von Sif zu machen in einer Woche, weil... Wieso? Ja, in Limit halt nur so die Spannung, ja. Beziehungsweise, das heißt die Spannung, aber man muss halt auch nicht jeden Tag Sif machen, so. Hat man jede Woche was, dann freut man sich auf das Video und dann ist super. Genau, was mir jetzt noch eingefallen ist, Luxus, wie zum Beispiel. Ja, genau, Politik ändern, So, Glauben und Gold ist super eigentlich.
Aber Gold durch Handelswege ist besser erstmal. Glaube ich. Ausrichtung wählen. Genau. Man kriegt ja immer so Sachen. Man soll immer wissen, ob das einem was nützt. Ja. Also ich weiß auch nicht genau, wie ich handeln will, aber ja, ich glaube, politische Philosophie ist das, was man als erstes raufgehen sollte. Alles andere gibt halt keinen Sinn, weil man hier halt übelst viele Sachen freischaltet. Und ja, gehen wir weiter. Ach genau, ich wollte mich eigentlich verteidigen. No. Ah, okay, oder ihr übernimmt das. Der ist ja eingekesselt, der Junge. Ach, wie süß. Kommt er zu mir. Dann kriegt er jetzt auf die Schnauze. Bam, bam. Schön zerfetzt. Die Animationen sind nett. Also dafür, dass es so ein minimalistisches Spiel ist, sieht das halt ganz schön aus. Man kann es noch minimalistischer machen. So. Ja. So, was haben wir dazu bekommen? Produktion für Handwerker, bla bla bla. Alles unnötig. So, und dann läuft das Spiel um einiges besser und ja. Also wenn man alle Grafiken schnell runtersetzt und das anmacht, dann ist halt wirklich... Dann ist halt wirklich RIP. Dann sieht man halt auch gar nichts mehr. Deswegen, ich meine, es hat so schöne 3D-Sachen, also wieso die eigentlich wegschmeißen? Ne? Und lustigerweise ist meine CPU gar nicht groß an einer Auslastung, ne? Das ist halt... Wow! Fucking Barbaren haben mein Handwerk geplündert. Ja, super. Ne, meine Auslastung vom CPU ist gar nicht so hoch, das Spiel ist halt... Hauptsächlich grafikbegrenzt, aktuell Grafikkarten begrenzt, was mich ein bisschen wundert tatsächlich. Aber das ist ja eigentlich kein Problem, weil die Fury X, die handelt das. Ich meine, es läuft ja auch so ziemlich flüssig, würde ich mal sagen. Gibt halt die Standard-Stutter, die ich mit meiner Grafikkarte habe. Aber das ist ja kein Problem. So, ein bisschen Forschung ist auf jeden Fall nicht schlecht. Weil dann kann man so einen Campus bauen und Wissenschaft bringt eine schnellere Forschung. Logischerweise. So. Ich brauche trotzdem noch einen neuen Händler. Die verschanzt sich in der Stadt. So, verschanzen. Ja. Ansonsten habe ich natürlich wieder viel Overwatch gespielt und viel abgesackt und viel geloost. Eigentlich verliere ich nur in Overwatch. Ich bin halt wieder auf meine 2-3 Punkte. Ah, das Rank-System ist sowieso abgefuckt. 90% tummeln sich in Platin. Platin gilt halt von super scheiße bis super gut. Von den Spielern her. Achso, meine Stadt vergrößert sich immer hier, wenn es den Leuten gut geht, alle paar Runden. So in den nächsten 8 Runden erhöht sie sich halt nochmal um 1. Jo, der ist aber gesprintet, der Junge. Ja. Und in Overwatch falle ich halt extrem viel ab. Aber das ist jetzt kein so großes Problem, würde ich mal sagen. Weil ich hatte meinen Saisonhoch von Platin und ja, was soll mein Gruß noch machen? Es ist alles gar nicht so geil. Das ist, glaube ich, nett. Kann ich meine Bogenschützen schneller aufstellen? Achso, ihr kommt da nicht ran. Nee. Verschanzt euch da. So. Und ja, Overwatch ist schon ein bisschen kacker. Der Barbaren, der will es jetzt aber wissen. Weiß noch nicht, wieso kommt er eigentlich nochmal wieder? Wenn er sowieso verliert. Beförderung verfügbar, ja, wenn Einheiten ein bisschen gekämpft haben, kann man die befördern, kriegen sie mehr Schaden. Oder was auch immer. Ist halt recht nett. Ist halt aber doof, wenn man High-Level-Einheiten dann verliert, weil man kein Geld mehr hat oder so ein Scheiß. So, ja, gab's alles schon mal. So, den rüste ich jetzt auf. So, wir brauchen eigentlich nur Kampfstärke, wenn wir die hier als Verteidigung drin lassen. So. Handelsweg, Beginn.
Produktion wählen. Jetzt die Frage, ich kann aktuell nicht wirklich viel bauen. Ich könnte noch mal einen Handwerker, aber ich habe halt nichts, um die Flächen zu bauen. Ich könnte die Fläche noch bauen, aber alles andere glaube ich erstmal nicht. Ja, und die, aber so ein Bogenschütze kostet halt mich aktuell nur 3. So. Ich kann halt übelst gut auf Krieg aktuell gehen. Was schon nicht schlecht ist. Ja. Oh, was will der? Was will der Alte denn? So, der kriegt einfach auf die Schnauze hier. Bam. So, wieso der auch immer wieder zurückgefahren ist. Stelle ich einfach mal nicht in Frage. Genau, jetzt haben wir Forschung. Astrologie segeln führt mich. Kartografie ist eigentlich für mich erstmal ein... Okay, Elektrizität ist geil. Aber es führt mich halt zu nichts Gutem hin, ne? Nee. Also ich kann auch immer mal einspringen, wenn ich das brauche. Also von daher, fuck this. Steinmetzkunst. Ah, Bergbau. Bergbau ist gar nicht so wichtig, glaube ich. Aber ich brauche trotzdem Steinmetzkunst. Oh, Blit. Ist zwar die Einheit von meinem Jungen, aber... Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Stadtbauen. Ah, naja, doch. Gehen wir mal dahin. Ja, bauen wir uns ruhig den Hopliten. Der ist ja gar nicht so unwichtig. Irgendjemand hat Stonehenge gebaut. Super für den Jungen. Ja. So, und der Vorteil am Bogenschützen ist halt, die können angreifen, der kann sich nicht mal verteidigen. So. Ja, und jetzt bauen wir uns einen Campus. Das ist der einzige richtige gute Platz dafür. Das ist doch scheiße. Wo muss ein Campus denn gebaut werden? Steht ja gar nicht, ne? Steht ja gar nicht, wie ich den bauen muss. Ah, und ich will das jetzt nicht abreißen. Das wäre doof. Ja, bauen wir erstmal Handwerkers. Und danach bauen wir ein paar Siedlers. Wir bauen alles mit Ass. Weil Asse sind super. Ah, wir sind in die Klassik vorangeschritten. Politik ändern. Regierung wechseln. Ja, wir können unsere Regierung mitfüllen. Erfahrung für Kampfeinheiten ist super. Und... jetzt können wir erstmal das hier. Ja, gut, das ist mir erstmal egal. Diplomatie. Ah, machen wir erstmal das hier für Handwerker rein. Können wir ja später noch durchaus ändern. Mystik. Können wir ein... Das ist die Frage, was sie uns bringt. Militär bringt uns, glaube ich, mehr Militärtradition. Einheit benötigt Befehle. Das ist ja super. Nächste Runde. Ich will ja nicht, dass es nochmal geplündert wird. Dude, verpiss dich. Ich meine, ich könnte mein eigenes plündern, aber das wäre ein bisschen stupid. Joa, oh, wieso sollte man auch seine eigenen Straßen plündern? Das wäre halt echt ein bisschen doof. Und ich weiß auch nicht, ob ich auf Kriegsgehe jetzt immer noch gehe. Das ist immer die Frage. Jetzt haben wir Bergbau schon mal. Ich finde, hier könnten die sie verschanzen. Ja, wieso habe ich keine neue Forschung gewollt? Bin ich stupid oder bin ich stupid? Ich glaube, ich bin sehr stupid. Ach doch, habe ich. Bronzeverarbeitung. Ja, genau. Klar, habe ich ja automatisch ausgewählt gehabt. Beziehungsweise ich hatte dies davor automatisch ausgewählt gehabt, durch eben das Raufklicken auf Bronzeverarbeitung holt er sich automatisch alle Sachen, die er dafür auch braucht.
Also alle Voraussetzungen schließt er dann automatisch selbst ab. Ah, jetzt können wir auch einen Campus bauen. Ja, Wald ist halt eigentlich gut, weil da man ein Sägewerk drauf bauen kann, aber ich habe sonst keinen anderen. Und ich baue das hier, weil in Flussregionen kann man auch oft noch gute Sachen bauen. Jetzt bauen wir den dahin. So, hier scheint nichts los zu sein groß. Der Junge weiß halt, wie man sich verteidigt. Tapferkeit ist es, wenn... So. Ja gut, das brauche ich erstmal. Das kann ich hier durch austeilen. Austauschen. Kavallerieeinheiten brauche ich ja gar nicht. Beziehungsweise baue ich aktuell ja gar nicht. Lohnt sich ja gar nicht. Aber Militär kann ich direkt weitergehen. Militärausbildung. Ah. Ja, ich glaube, das kann man so lassen. Oder Verteidigung? Ah, das ist jetzt die große Frage. Ich glaube, ich gehe jetzt auf Stadtverteidigung weiter. Ergibt, glaube ich, etwas mehr Sinn. So, wir wollen hier nochmal einen Bauernhof bauen. So, da sprinten sie auch ohne Probleme hin. Weil sie ja nette Menschen. So, und ich würde sagen, nach dem Bauernhof hören wir auf. Dann haben wir noch intensiv gespielt, ja. Jetzt habt ihr das Spiel ein bisschen kennengelernt, falls ihr es noch nicht kanntet. Ja, ansonsten gibt es auch so ganz alte Spiele wie Civ 1, ne, nicht Civ 1, Civ 3 und 4 fand ich aber ganz gut. Die anderen waren mir dann, sind ein bisschen zu alt für mich leider, um ehrlich zu sein. Aber das waren halt immer super Spiele. Aber es auch so Sachen wie Earth, 20, ne, nicht Earth. Empire Earth waren auch super. Oder Kazaks, so die älteren Spiele. Die hatten schon Stil, ja. Also was Geiles gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Also gibt's schon, aber man hat halt nicht mehr das Gefühl wie damals, dass es so geil ist. Aber ja, ich wollte aufhören und das heißt, ich speichere. So. Ah, da habe ich noch Cleopatra. Mods, keine Mods aktiv. Okay, Spiel speichern. So, dann würde ich sagen, beende ich die Aufnahme hier und wir sehen uns das nächste Mal. In vielleicht Banished, vielleicht Overwatch, vielleicht irgendwas in dem Zwischenvideo oder spätestens eben am nächsten Donnerstag hier bei Civ 6. Vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein.